Zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen GDW Meet. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und diesmal machen wir das zusammen mit Lancôme. Mit Lancôme arbeiten wir schon eine ganze Weile zusammen. Letztes Jahr haben wir einige Talks auf die Beine gestellt, live sozusagen analog, aber auch live in diesem Internet, so wie heute. Ich freue mich sehr, dass ihr da draußen eingeschaltet habt. Ich kann euch jetzt schon mal als Sneak Peek sagen, es hat sich definitiv gelohnt und ich freue mich sehr, dass wir so eine tolle Runde zusammenstellen konnten. Dazu erzähle ich gleich was, wer hier im Stream ist. Ich glaube, ihr kennt meine wunderbare Runde natürlich schon. Ich werde sie aber fürs Protokoll nochmal vorstellen. Ganz kurz, warum wir das Ganze mit Lancôme machen. Es gibt eine richtig tolle Kampagne von Lancôme, die heißt Write Her Future. Und da geht es eben darum, dass wir gemeinsam Menschen, aber vor allem Frauen da draußen empowern wollen, ja zu sich zu stehen. Zum Beispiel, wenn sie gründen wollen, zum Beispiel, wenn sie im Unternehmen ihren Weg gehen wollen. Ihr wisst, ich setze mich auch sehr stark dafür ein und es mag ja immer auch Menschen geben, die einem irgendwas absprechen, Lippenstift zu tragen, so aufzutreten, wie man auftreten möchte, den Weg zu verfolgen, den man verfolgen möchte. Und darum geht es eben in der Kampagne, da zu sagen, nein, ich habe mal auch meine eigenen Grenzen, auch meine eigene Vorstellung vom Leben und ich lasse mich auch nicht davon abbringen. Und deswegen haben wir hier so eine tolle, inspirierende Runde vorgestellt, weil jede von meinen tollen Panelistinnen natürlich auch was Spannendes zu erzählen hat. Darüber werden wir gleich sprechen. Und wir haben uns gedacht, was kann der Aufhänger für dieses wunderbare digitale Meeting sozusagen sein? Und es ist das Thema Sisterhood. Also ich finde es so ein geflügeltes Wort, Sisterhood, über Haltung, Empowerment und die Kraft des Inner Circles. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so im Internet ein bisschen rumstalkt, unterwegs ist, dann liest man ja ganz viel jetzt über Diversity, Female Empowerment und dann geht es auch immer um dieses Frauen gegenseitig empowern. Aber das eine ist ja das zu sagen und das andere ist aktiv zu leben und das will ich jetzt tatsächlich von dieser wunderbaren Runde wissen, wie sie es eigentlich so im Alltag machen, was sie so erlebt haben und was sie an Tipps an euch weitergeben können. Das Ganze wird hier gestreamt über LinkedIn und auch über YouTube und mich interessiert natürlich wie immer, von wo aus ihr zuschaut, haut mal in die Tasten und schreibt mal rein und da könnt ihr übrigens auch sowohl bei YouTube als auch bei LinkedIn eure Fragen in den Live-Chat reinhauen und die werde ich dann fleißig in die Runde einbinden. Ich habe es schon angekündigt, ich habe eine schöne Runde und will sie nacheinander vorstellen. Katja Urbatsch kennt ihr schon. Sie ist die Gründerin von arbeiterkind.de und sie ist auch in dieser Runde für das Thema Write Her Future dabei. Also sie ist auch sozusagen eine Partnerin der Kampagne gemeinsam mit uns als Global Digital Women. Und sie macht ganz wichtige Arbeit, weil sie sich dafür einsetzt, dass die Ersten in der Familie, also zum Beispiel die Ersten, die gegründet haben oder die Ersten, die ihren Weg in Unternehmen gehen, unabhängig sozusagen des Backgrounds, auch die Chancen bekommen, in Anführungszeichen aufzusteigen. Ja, also Aufstieg finde ich immer, ist natürlich immer schwierig besetzter Begriff, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und insofern finde ich es toll und sie hat hinter sich stehen für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren. Und das ist ganz toll, liebe Katja. Ich freue mich, dass du da bist. Wo sitzt du denn derzeit? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da hier zu sein. Ich sitze gerade in Berlin in unserem Büro in Kreuzberg. Sehr gut. Übrigens, hier kommt schon fleißig raus, rein. Also ihr wisst, was ich meine, hier auf LinkedIn und Co. Wo denn überall gestreamt wird? Überall. Aus München, aus Norddeutschland, aus München, ganz viel München, aus LinkedIn, sagen Leute, aus Hamburg. Sehr cool. Also ich freue mich sehr, dass ihr da seid, ihr Lieben. Macht mal fleißig weiter. Die nächste in der Runde ist die wunderbare NASA, Nazan Ekkes. Wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Wir haben auch schon ein paar Talks miteinander gemacht. Sie ist Moderatorin, sie ist, finde ich, absolute Gestalterin, sie ist auch Markenbotschafterin bei Lancôme und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist und sie ist aber selber auch Buchautorin und hält die Fahne hoch, auch für das Thema Diversity, gesellschaftliche Teilhabe und noch viel mehr. Nazan, finally, wir sind wieder zusammen. Ich freue mich sehr. Schön, bei euch zu sein. Und last but not least, ich habe es schon erwähnt, LinkedIn. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und wir uns digital sehen. Sie macht ganz viel in diesem Internet, vor allem auf LinkedIn ist da eine der stärksten Stimmen. Und ich freue mich sehr, dass sie so die Fahne hochhält für das Thema Diversity, Equity, Inclusion, aber auch für Themen wie Führung. Und ich finde, darüber kann sie sprechen, weil sie bei Microsoft Managerin ist und da eben auch die Fahne hochhält, auch einen spannenden Karriereweg hinter sich hat, aber auch noch vor sich hat. Und sie ist sozusagen auch Bestseller-Autorin und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Anahita Esmail Sadeh, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dich hier zu haben. Danke, Dieti Chen. Ich sitze in München. Du sitzt in München.
quasi. Sehr quasi, du hast es vorhin gerade gesagt. Ne? Sehr schön. So, ihr Lieben, ja, hier kommt noch weiter rein, von wo aus gestreamt wird. Aber ich würde sagen, wir legen los. Ich will tatsächlich mit dem Begriff des Sisterhood anfangen. Katja, ich fange mal mit dir an. Was bedeutet für dich konkret Sisterhood? Ja, Sisterhood bedeutet für mich auf jeden Fall gegenseitige Unterstützung. Ne? Also ich finde es immer schade, wenn Menschen in Konkurrenz denken. Ich habe nie in Konkurrenz gedacht, sondern ich versuche immer, auch andere Frauen zu unterstützen, bei ihren Projekten, was auch immer. Ich, auch meine Mitarbeiterinnen, ich finde es mal ganz wichtig, dass wir alle unser Potenzial entfalten und ja, gegenseitig schauen, was wir füreinander tun können. Ja, das bringt es tatsächlich auf den Punkt und ich gebe tatsächlich gleich die Frage weiter in die Runde, aber davor auch nochmal ins Internet, Social Media, weil ihr alle so fleißig mitmacht. Was bedeutet für euch ganz konkret Sisterhood? Also ganz konkret, was heißt es für euch im Alltag? Nazan, du hast ja spannende Schritte auch in der Medienbranche gemacht, auch einen spannenden Weg und hast noch ganz, ganz viel vor. Wenn du jetzt aber nochmal reflektierst, so auch auf deinem Karriereweg, was hat für dich immer Sisterhood bedeutet und wie hast du es auch für dich erlebt und gelebt? Also Sisterhood hat in meiner Wahrnehmung und vor allem in der Welt der Medien, glaube ich, in den letzten Jahren an Wichtigkeit dazu genommen und auch an Bedeutung gewonnen. Also tatsächlich kann ich sagen, dass das am Anfang, vor 20, 25 Jahren, war das tatsächlich noch nicht so. Da war das ein bisschen so, wie man das aus Filmen kennt oder Klischees kennt, dass alles immer so ein bisschen Konkurrenzkampf war und von Unterstützung absolut überhaupt nichts zu sehen war. Aber man merkt tatsächlich, dass in den letzten Jahren da ein ganz großes Umdenken stattgefunden hat. Und viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die, also gerade weibliche Personen, die sozusagen ihren Mann stehen und die ihren Weg gehen. Und von vielen weiß man aber, wenn man sich dann mal privat unterhält und so weiter, welche Kämpfe sie tatsächlich ausstehen. Und ich merke immer mehr, dass wenn man auch sei es nur ein Smalltalk auf einer Veranstaltung, dass die Gespräche auch heute anders verlaufen. Mhm. Dass man direkt in so einer Art Deep Talk ist und sich austauscht und ernsthaft fragt, wie geht's dir? Und wie geht's dir jetzt mit den Schlagzeilen von letzter Woche oder keine Ahnung was? Und man bietet sich gegenseitig an, hey, wenn du reden willst, dann ruf an oder so. Und das ist ein Phänomen, das gibt es zumindest in meiner Wahrnehmung erst in den letzten Jahren. Und das finde ich ganz toll und ganz wichtig, dass wir Frauen das geschafft haben, uns nicht mehr als Konkurrentinnen zu sehen, sondern geschnallt haben, dass wir mit gegenseitiger Unterstützung sehr, sehr viel bewegen können. Das ist toll, dass du das sagst. Und hier kommen übrigens schon ganz viele Kommentare, was für euch Sisterhood bedeutet. Aber ich muss gerade dran denken, weil ich letzte Woche auf einer Veranstaltung war mit ganz vielen anderen tollen Frauen. Und dann hatte ich irgendwie so über etwas erzählt, ein Format, ja. Und dann habe so ein bisschen erzählt mit einer zusammen. Und dann musste ich gar nicht so viel sagen und musste, wir haben uns per Augenkontakt verständigt. Sie meinte so, wie geht's? Dann habe ich gesagt, super, ist alles wirklich auch herausfordernd. Und dann hat sie mich nur angemeint, so, du musst gar nicht viel erzählen. Also es war dieses Deep Talk, was du gesagt hast, Nazan, und das finde ich tatsächlich auch so toll, auch gerade unter Frauen, dass man sich manchmal nur mit Augenkontakt verständigen kann und da auch manchmal denkt so, oh ey, ich weiß ganz genau, was du fühlst. Anna, das ist, glaube ich, auch etwas, was du erlebst. Ich weiß, dass wir uns auch immer über unsere Private Messages austauschen, wenn wieder irgendwelche Deadlifts meinen, sie müssten uns die Welt erklären auf LinkedIn. Aber wie erlebst du das Thema Sisterhood, aber vor allem vielleicht auch mal so aus einer Organisationsperspektive heraus? Ja, man muss ja dazu sagen, ich bin ja in der Tech-Welt unterwegs. Das heißt, ich habe einen technischen Studiengang studiert, habe Informatik studiert mit ganz wenig BWL, habe danach in IT-Beratung gearbeitet und bin jetzt Managerin im Tech-Bereich. Und dadurch war ich eigentlich schon immer irgendwie die Exotin. Und da habe ich gemerkt, dass es im Endeffekt, und Nazan, da habe ich tatsächlich nicht nur die positiven Erfahrungen gemacht, die du machst, sondern eher, dass es so zwei Pole gibt. Es gibt die Frauen, die aus meiner Sicht es sehr weit nach vorne geschafft haben und die wissen, welche Widrigkeiten, welche Hindernisse sie auf diesem Weg bewältigen mussten und die dann anderen helfen, auch zu diesem Punkt zu kommen, die auch anderen Frauen helfen. Und bei anderen bemerke ich das Phänomen, das immer weniger wird, dieses, es darf neben mir sonst niemanden geben. Es gibt quasi nur diese eine Frau und den anderen reiche ich nicht die Hand.
Und so in between, dazwischen, habe ich nicht so viel erlebt. Aber ich muss sagen, es ist halt wie immer so, ne? Also du kannst dir dein eigenes Umfeld schaffen und je nachdem, wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Und ich bin immer der Meinung, such dir Leute, die Männer und Frauen, die dir positive Vibes geben, die dir eine gute Energie geben, die an dich denken, ohne etwas im Gegenzug zu wollen. Und dann hast du im Endeffekt für dich sowohl im Privaten als auch im Beruflichen ein Umfeld geschaffen, das zum einen gesund ist für deine Psyche, aber das dich auch weiterbringt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, da nochmal diesen berühmten Inner Circle sich auch mal anzuschauen. Dazu kommen wir gleich. Ich will euch ein bisschen aus dem Chat erzählen, was hier gerade stattfindet. Hier wird ganz viel über Solidarität gesprochen, anderen gönnen können, den Erfolg, den Rücken stärken, macht am Ende viele starke Rücken, sagt hier jemand, was ich ein schönes Bild finde. Wettkampf untereinander ist so out, sagen viele. Jemand spricht hier von Sister Romance. Finde ich auch einen schönen Begriff übrigens. Vielen Dank. Also ganz, ganz toll. Ich glaube, wir sind uns da alle weitestgehend einig, in welche Richtung es am Ende des Tages geht. Katja, jetzt gehen wir aber nochmal in medias res, also in die Sache. Mich würde tatsächlich bei dir total interessieren, weil du das Thema soziale Herkunft in Deutschland auch so wahnsinnig mitprägst. Das ist ja, finde ich, nochmal eine andere Ausgangssituation, wenn du merkst, okay, du musst irgendwie, ich sag mal, noch mehr kämpfen dafür, um den Platz am Tisch zu bekommen. Hast du dann das Gefühl, dass der Zusammenhalt zwischen denen, die die Ersten in ihrer Familie sind, vielleicht sogar noch stärker ausgeprägt ist? Auf jeden Fall. Also es ist so ähnlich wie bei Frauen. Wir erkennen uns auch häufig und halten uns sehr zusammen, unterstützen uns. Und wir haben ja auch bei Arbeiterkind unser eigenes Netzwerk gegründet, ne? Also gegenüber steht ja häufig so diese Elite-Netzwerke, ne, die sich gegenseitig unterstützen. Und wir haben unser eigenes Netzwerk und haben da auch ganz tolle Leute. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie emotional das ist, ne? Also was mich auch für Menschen anschreiben, auch teilweise aus hohen Positionen, die mir ihre Geschichte erzählen möchten und die sich zugehörig fühlen. Und ja, wo wir uns einfach alle gegenseitig unterstützen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ich muss auch sagen, dass ich früher auch mal so das Gefühl hatte, so Netzwerken und das Ganze, ne, das war für mich so ein Oberschichtending und so ein Vitamin B. Und ich dachte immer so, nee, das will ich gar nicht. Ne? Ich dachte immer, das hat nichts mit Leistung zu tun, sondern das ist, da schieben sich die Leute alles gegenseitig zu. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, dass es das nicht unbedingt ist, sondern dass Netzwerken positiv ist und dass es eher so eine Art von Freundeskreis, Bekanntenkreis ist, der sich so auf der beruflichen Ebene ausdehnt. Aber das haben auch viele bei uns in der Community, die immer denken, ah nee, ich will das gar nicht und Netzwerken fühle ich mich nicht wohl mit. Ne? Also diese Hemmschwellen auch abzubauen. Ja, das ist ein super guter Punkt, dieses Erkennen, was du gerade angesprochen hast. Hier kommt noch ein spannender Punkt, da sagt jemand, Sisterhood ist auch Frauen stärken, enablen, aber eben nicht nur Frauen, auch Männer. Und all, also all for she, ja, nicht nur he for she, sondern all for she finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Nasan, du hast gerade gesagt, wie sich deines Erachtens, sage ich mal, auch das Ganze entwickelt hat, so das Thema Zusammenhalt und gegenseitiges Stärken, jetzt auch auf die letzten Jahre hinweg gesehen. Wenn du auf deine Karriere schaust und reflektierst, was würdest du sagen, hattest du Mentoren, Mentorinnen, hast du dir die selber gesucht? Ist es wichtig, auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, kannst du mich unterstützen? Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Tatsächlich ist einer meiner wichtigsten Mentoren und Wegbegleiter ein Mann gewesen. Und daher bin ich eben auch, als Anahita das erwähnt hat, dass man sich eben einen Kreis von Menschen suchen muss, der einen unterstützt, der einem gut tut, der einem irgendwie so eine positive Energie mitgibt, musste ich da automatisch dran denken. Ich finde, also bevor ich aus dem Nähkästchen plaudere, ich finde tatsächlich nämlich total wichtig, dass wir Frauen nicht nur Unterstützerinnen brauchen, sondern auch Unterstützer brauchen und dass unser Netzwerken auch nicht nur in einem Frauenkreis stattfindet, sondern dass es auch super ist, mit Männern zu reden und dass es wichtig ist, dass die uns unterstützen, aber dass wir uns vielleicht auch mal, ja, ich will nicht sagen, ein paar Sachen abgucken, aber es gibt so weibliche Power-Tools, sage ich jetzt mal. Und genauso gibt es die aber auch bei Männern. Und ich habe in der Vergangenheit tatsächlich mich immer wieder dabei erwischt, wenn ich zum Beispiel in Verhandlungen oder in Gespräche, wo es wirklich um die Hard Facts ging,
dass ich mich dann schon immer auch an meinen männlichen Freunden orientiert habe oder dass ich dann auch mit Männern gesprochen habe und gesagt habe, hey mal, wie soll ich das jetzt verhandeln, wie soll ich das machen und so weiter. Nicht, weil ich das meinen Freundinnen nicht zugetraut habe, aber manchmal hat es mir geholfen, in bestimmten Situationen zu denken wie ein Mann, weil ich natürlich irgendwann festgestellt habe, dass wir Frauen viel zu vorsichtig sind mit vielen Dingen. Und dann immer, ich musste neulich so lachen, wie Frauen Geschäfts-E-Mails schreiben und so weiter. Und hey, und Emojis und so weiter, da muss man immer erstmal die Hälfte wieder runterstreichen. Aber eben auch echte Unterstützer haben. Also nicht nur gucken, wie würde ich das jetzt als Typ machen, sondern echte Unterstützer haben. Mein jahrelanger Mentor, einer meiner Vorgesetzten bei RTL war das. Wir sind auch jetzt immer noch sehr, sehr gut befreundet. Seine Tochter war dann bei mir babysitten und so. Also da hat sich eine ganz tolle Freundschaft ergeben. Und er war von der ersten Stunde an da. Immer habe ich mit ihm gesprochen und das hat mir extrem geholfen. Aber dann ist zum Beispiel auch wichtig, vielleicht jemanden zu haben, und das war meine Mama, die überhaupt nichts damit zu tun hat, die dann wiederum dich mit einem Grundvertrauen, mit einem Urvertrauen und mit dieser bedingungslosen Liebe dich in die Welt hinausschickt und sagt, pass auf, meine Mama sagt immer, du bist Nasan, du kannst alles. Also wenn eine Mama sowas zu dir sagt, und zwar von klein an, das ist wirklich, das ist ein schönes Gefühl. Und wenn man mit solchen Gefühlen und aber auch dann mit einem Mindset ausgestattet ist, dass das alles schon passt und dass man ganz genau weiß, was man machen will, dann fällt es viel leichter, den Weg zu gehen, als wenn man ständig so, vielleicht so und was sagt der und was will der jetzt denken und überhaupt, was du eingangs auch gesagt hast, Tijen, dieses Ding, was denken die anderen? Grellen Lippenstift trage oder wenn ich einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel trage oder Bock habe, in Lederrock und High Heels ins Büro zu gehen und so weiter. Sorry, aber das muss doch scheißegal sein. Wichtig ist es doch wirklich, was wir abliefern. Und da finde ich, muss ich schon sagen, findet eine große Veränderung statt. Aber natürlich ist noch viel zu tun. Ich glaube, das wissen wir alle. Wir alle lieben jetzt deine Mama. Also sozusagen ein riesen Fanclub. Ja. Aber Mama ist toll. Ja. Das kenne ich tatsächlich auch von zu Hause, auch so dieses Self-Empowerment, ne, und Empowerment an sich. Ihr Lieben da draußen, ihr könnt Fragen stellen, es kommen auch tatsächlich einige schon rein. Ich würde tatsächlich direkt auch schon mal eine Frage mit reinnehmen, weil ich die so gut finde. Hier fragt jemand über YouTube, was waren für euch die prägendsten Momente zum Begriff Sisterhood? An wen denkt ihr direkt? Anna, du darfst sie beantworten. Also ich glaube, bei mir war es vor meiner allerersten Führungsposition und ich hatte Angst davor. Also das war ein großes Team, die meisten waren älter als ich, also meine eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und ich habe echt mit mir gehadert und dachte mir dann so, hey, du kannst nicht in so einem jungen Alter, geht irgendwie nicht, also bist noch nicht so weit. Also dieser auch sehr weibliche Glaubenssatz, dieses du bist noch nicht so weit. Und damals habe ich mich dann mit einer, ja, jetzt heute sehr guten Freundin, damaligen Kollegin zusammengesetzt. Und die hat sich dann wirklich 2 Stunden Zeit genommen und hat mir alles aufgezählt, was sie in den letzten Jahren mitbekommen hat, wieso sie denkt, dass ich das rocken werde, dass ich das gut machen werde. Und ich bin ihr einfach so unfassbar dankbar, weil ich glaube, wenn dieser Prep-Talk nicht stattgefunden hätte, vielleicht hätte ich mich dann auch überwunden, aber mit viel mehr Selbstzweifeln. Und ich glaube, das ist einer der Momente gewesen, den ich jetzt so damit assoziieren würde. Ja, das ist ein schöner Moment und vor allem gerade dieses, finde ich, zeigt exemplarisch, wie jemand dir sozusagen hilft, dass du an dich glaubst, ja, und dieses Selbstvertrauen, das ja schon in dir ist, aber nochmal herausholt, das finde ich einen ganz wichtigen Moment. Teilt doch mal eure Sisterhood-Momente, das würde mich auch sehr interessieren. Katja, hattest du so einen Moment schon, so einen Sisterhood-Moment? Ja, ich glaube immer wieder. Ich glaube, in der frühen Zeit, muss ich sagen, als ich jünger war, da muss ich auch sagen, haben mich mehr Männer unterstützt, interessanterweise. Aber so später ab dem Studium, da waren es doch immer auch viele Frauen, also ich hatte auch eine Professorin, die mich ermutigt hat und gefragt hat, ob ich nicht meine Doktorarbeit schreiben will.
Und auch jetzt in meinem Team, also wir sind überwiegend ein Frauenteam und ich finde, da spüre ich auch diese gegenseitige Unterstützung. Wir versuchen alle, dass wir gegenseitig unser Potenzial entfalten, ermutigen uns gegenseitig noch Studienabschlüsse nachzuholen oder Doktorarbeiten zu schreiben oder auch mal ins kalte Wasser zu schwimmen, springen und Sachen zu machen, die wir vorher noch nicht gemacht haben. Also gerade auch in meinem Team und in der Arbeitdecken-Community erlebe ich das ganz stark, dass wir uns gegenseitig immer wieder Mut machen, Lösungen suchen, uns unterstützen. Also das finde ich großartig. Und auch jetzt hier in der Runde oder auch in anderen Runden unter Sozialunternehmerinnen, das finde ich auch mal großartig, dass wir immer schauen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Ja, ich kriege hier gerade Rotlicht an. Das ist auch ganz schön im Hintergrund. Ich habe nur gerade, das ist wieder Live-Talk. Erstens mal kommen meine Hunde gerade und zweitens habe ich meinen Mann gerade bestimmt, kannst du mir das Licht bringen? Und jetzt haben wir unser Rotlicht angemacht. Gut, jetzt seid ihr live bei uns im Wohnzimmer und wisst, welches Licht wir so verwenden. Also Nazan, vielleicht über die Sisterhood-Momente nochmal. Ja. Gibt es bei dir so Momente, wo du gemerkt hast, jetzt kommt er wieder. So, das ist schön. Ich auch mal reinkommen. So schön, siehst du, hallo. Was gibt es denn für Sisterhood-Momente überhaupt? Genau, so Sisterhood-Momente hast du. Die auch für dich, wo du sagst, okay, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, da habe ich echt viel Empowerment bekommen oder auch gegeben vielleicht. Ne? Ja, tatsächlich in beide Richtungen und zwar Sisterhood im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Schwester und ich, wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren zusammen und es gab natürlich dann irgendwann den Moment, wo wir uns dafür entschieden haben und also sie macht mein Management, sie ist so im Hintergrund die starke Frau und uns gibt es nur im Doppelpack, also alle, mit denen wir irgendwie zusammenarbeiten, kennen uns auch nur im Doppelpack. Ich würde niemals zu irgendeinem Job ohne sie fahren. Ich fühle mich wie ein halber Mensch, wenn ich irgendwo alleine bin, wenn sie mal im Urlaub ist oder so. Das ist ganz furchtbar für mich. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Glück, dass ich mit ihr zusammenarbeiten kann. Und als wir uns dafür damals entschieden haben und gesagt haben, okay, boah, was ist, wenn wir uns komplett streiten und fetzen und unser Schwesterndasein, unsere Freundschaft darunter leidet. Und dann haben wir uns so ein halbes Jahr Probezeit gegeben. Wir haben das ausprobiert. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung ever. Also die Zusammenarbeit ist immer besser geworden. Sie wird immer besser. Es ist lustig. Es macht ganz große Freude. Und das ist wirklich der Traum von Work-Life-Balance, wenn du zu jedem Geschäftstermin mit deiner Schwester hinfahren kannst. Und manchmal denke ich mir mal, boah, wenn uns die Leute kurz vor so einem wirklich wichtigen Gespräch mal sehen könnten, die denken, die haben sie nicht mehr alle. Das ist so schön. Also wir schaffen es so, jede noch so anstrengende Arbeit auf eine angenehme Basis zu holen. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist ein ganz großes Glück. Also ich habe ständig Sisterhood-Momente, aber der entscheidendste war sicherlich der erste Schritt. Das war jetzt vor fast 10 Jahren. Zu sagen, wir sind jetzt nicht nur Schwestern, sondern wir arbeiten jetzt auch zusammen. Das ist toll. Ja, und so eine Female Company auch gemeinsam aufzubauen. Ne? Also sozusagen, ihr habt das par excellence gelebt und ich kann mir vorstellen, ich kenne das ja auch, ich arbeite ja auch mit der Familie sozusagen zusammen. Das ist auch manchmal echt challenging, aber irgendwie, so wie du sagst, ist so Riesenvertrauen da. Und, genau. Und man geht wirklich mit durch Höhen und Tiefen gemeinsam und wächst auch miteinander. Das fand ich auch einen ganz, ganz tollen Aspekt von dir. Was ich auch übrigens ganz gut finde, und ich finde, das machen alle hier in der Runde, auch anderen eine Bühne zu geben, egal ob offline oder online. Nazan, ich sehe das immer, wenn ich irgendwas auf Insta teile, dann sharest du das auch in deiner Story oder auch umgekehrt. Ich finde, das sind so kleine Geschichten, die jeder und jede von uns leben kann. Oder auch mal ein Like. Oder Anna, bei dir sehe ich manchmal, dass du drunter schreibst, Like für Reichweite oder Kommentar für Reichweite, auch auf LinkedIn. Das ist ganz wichtig. Fallen dir noch andere Dinge ein, Anna, wo du sagst, so könnt ihr auch dieses Empowerment alltäglich leben? Also ich glaube, das, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir uns gegenseitig nicht als Konkurrenz betrachten, zum einen, weil ich sage immer, je mehr von uns auf die Bühne kommen, desto größer wird die Bühne. Und das sollten wir einfach im Hinterkopf behalten, dass wir uns gegenseitig empowern. Und ich weiß nicht, Tijan, ob du dich noch erinnerst, aber vor 1-2 Wochen hatte ich ja zum Beispiel ein Erlebnis, da habe ich dir dann geschrieben, weil ich mir dachte, hey, du verstehst vollkommen, wie es mir jetzt in der Situation geht. Und dann hast du geantwortet und hast genau die richtigen Worte gefunden. Und genau diese Kleinigkeiten, also dass man gegenseitig sich die Hand reicht und
da ist, wenn die andere Person gerade einen schwachen Moment hat. Und das, was ich auch super wichtig finde, ist, dass man Netzwerken nicht auf eine Weise interpretiert, dass man nur mit Personen eine Beziehung aufbaut, von denen man sich einen potenziellen Mehrwert erwartet. Und dass man nicht immer etwas im Gegenzug erwartet, wenn man gibt. Also ich finde es ganz, ganz toll, einfach Leuten zu helfen und dann vielleicht irgendwann kommt man in die Situation, dass sie sich revanchieren können, aber es sollte einem nicht darum gehen, dass man etwas bekommt in return. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich sehr wichtig. Also zum einen diesen Opportunismus abzulegen und auch diesen Konkurrenzgedanken, weil der ist echt unnötig. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das auch, dass ich auch versuche, andere Frauen sehr zu featuren oder zum Beispiel auch für Auszeichnungen vorzuschlagen. Oder ich sitze in Jurys und kämpfe dann auch in den Jurys für Frauen und sitze auch in Beiräten von anderen Organisationen, ne, um da auch mein Gesicht zu zeigen, dass andere sehen, ah, da ist die Katja dabei, das kann ja nicht so schlecht sein, was die da machen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir uns featuren. Und Tijen, das machst du ja auch ganz großartig und ganz viel, indem du zum Beispiel auch Menschen auszeichnest, Frauen auszeichnest vor allem auch, und die auch wieder featurest und denen eine Bühne gibst. Ja, oder tatsächlich einen Schritt weiter. Hier schreibt auch jemand über LinkedIn, ich kaufe immer bei Frauen Dienstleistungen wie Videos schneiden, Texte korrigieren, Marketing, Weiterbildung. Ich investiere zum Beispiel auch selber sehr viel in Female Startups. Das ist meine Form, auch nochmal das Kapital weiter arbeiten zu lassen, aber auch in einem Circle arbeiten zu lassen, wo ich weiß, dass besonders viel Impact sozusagen dabei. Also das ist ganz, ganz toll. Übrigens, die Community ist so aktiv, ich finde das so toll. Also kommt ganz viel Feedback, könnt ihr euch vielleicht im Nachhinein einfach nochmal durchlesen. Hier kommt noch eine Frage rein, die finde ich auch ganz toll. Was sind für euch die beruflichen Bereiche, in denen Sisterhood stärker werden muss? Gibt es bestimmte Situationen? Nasan, fallen dir vielleicht auch aus deiner Branche Situationen ein, wo du sagst, ah, da könnten wir noch eine Schippe drauflegen? Oh, boah, ja, da gibt es ja, also gerade in meiner Branche gibt es ja einmal das, was sozusagen hinter den Kulissen passiert und dann tatsächlich on-air. Deswegen muss ich da jetzt einmal genau überlegen. Also ich denke, ja, auf beiden Ebenen geht da wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Es ist einfach immer noch eine Einzelkämpferbranche, wo jeder einfach sich selber einen Weg zeichnet und den möglichst stringent verfolgt und nicht so wirklich nach links und rechts schaut, aus einer gewissen Angst heraus vielleicht, dass man sehr schnell weg vom Fenster ist oder wie auch immer, also immer dieses Gefühl, die Konkurrenz schläft nicht oder was. Also ich würde mir wünschen, dass das keine so große Rolle mehr spielt, weil die Bühne ist schon sehr groß, die Medienlandschaft, die ist gigantisch. Es gibt für alle irgendeine Plattform, in irgendeiner Form stattzufinden, wenn man das halt noch möchte. Und was tatsächlich on-air, gibt es eine Sache, wo ich mir Unterstützung wünschen würde für Frauen tatsächlich, für Frauen, die auf der Bühne stehen, die moderieren. Also war ja auch in den letzten Jahren immer wieder ein ganz großes Thema und die Meinung teile ich, was so ganz, ganz große Shows und so weiter angeht. Oh, ist für Frauen nach wie vor immer noch total schwierig, sich durchzusetzen. Und ohne Namen zu nennen, kenne ich wirklich aus eigener Erfahrung über viele, viele Jahre und über alle Sender hinweg Beispiele, wo man bei männlichen Kollegen auch Niederlagen hingenommen hat und gesagt hat, ach, jetzt machen wir nochmal und der darf nochmal, jetzt machen wir noch eine Pilotsendung, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das. Und bei Frauen war das ja anfangs sowieso schon so. Ich erinnere mich da noch daran, ganz am Anfang, da war man eher schmückendes Beiwerk. Mhm. Da war man ganz froh, wenn man ein paar Sätze sagen durfte. Und das hat sich zum Glück ein bisschen verändert, aber noch lange nicht so, wie es sein sollte. Also ganz oft ist es schon immer noch so, dass der Main-Host sozusagen auch ein Mann ist. Und das sind so Dinge, dem wird noch nicht so richtig Gehör verschafft, meiner Meinung nach. Ich finde, es sollten viel, viel mehr Frauen, auch Frauen im Doppelpack. Wie viele Männer gibt es, die gemeinsam Shows moderieren? Und wir haben das hier und da sogar schon vorgeschlagen. Ja. Ich hätte total Bock gehabt. Also jetzt, wie gesagt, jetzt nehme ich ja sozusagen eine Fernsehauszeit. Aber ich hätte total Bock gehabt, mit einer wirklich krassen, starken, schönen Frau an meiner Seite auch mal so eine Show zu moderieren. Aber das hat nie irgendwie jemanden interessiert. Das war mal, nee, also Mann und Frau, da muss ein Typ stehen und da muss eine schöne Frau daneben stehen.
Und die muss, was weiß ich, was für Kleider tragen und so. Ja, wir tragen alle gerne schöne Kleider, aber das kann ja nicht sein, dass das die Kriterien sind, wie so eine, wie Entertainment funktioniert. Ja. Also hat sich schon ein bisschen was verändert, aber ich finde immer noch nicht genug. Also wenn man sich die Medienlandschaft anschaut, mehr Frauen auf die Bühne und im Doppelpack oder im Dreierpack oder so. Ja, das ist so wichtig, dass du das auch wirklich konkrete Beispiele nennst, weil ich glaube, für viele ist es dann auch so nicht greifbar, was es konkret für jede Branche bedeutet. Ich muss auch daran denken, das passt ganz zu dem, gut zu dem, Nasan, was du gesagt hast. Ich hatte das auch letztens für so eine Talkrunde, dann sagte ein Redakteur zu mir im Gespräch, vorher im Prep-Talk sozusagen, ja, also Frau Unnerin, es ist super, dass Sie da sind, jetzt haben wir ja eine Frau. Und dann, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber wir haben ja dann noch eine Frau mit. Mit Migrationsgeschichte. Und dann habe ich super, gesagt, bringst du alles mit. Diversity, Female Empowerment, alles und da. Dann ich nur so, ich war dann nur so, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ne? Also man würde nie über einen Mann sagen, oh, jetzt haben wir ja schon einen Mann. Wenn da 6 Männer sitzen, ist es okay, aber wenn eine Frau sitzt, die Frau muss auch für alle Frauen sprechen. Also das finde ich auch immer so geil. Ja? Es ist einfach, ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel zu tun und das sieht man auch hier im Chat, dass ganz viele sagen, gerade im Fernsehen würden sie sich auch mehr weibliche Präsenz wünschen und dass sie jetzt eben stärker auch darauf achten, weil ich meine, Nasan, den Mechanismus, den du zeigst, den sieht man ja als Zuschauer, Zuschauerin häufig nicht so. Man wundert sich dann immer, warum gibt es die nicht, ja? Aber am Ende sind es natürlich auch die Fernsehmacher und Macherinnen, die da eine Verantwortung tragen, finde ich. Das ist ganz wichtig. Anna, wenn du hast vorhin den Moment geteilt, wo eine Kollegin und jetzt Freundin von dir dich sozusagen empowert hat. Ich kann mir vorstellen, jetzt machst du es, weil du die Möglichkeiten hast. Wie gehst du da voran? Bietest du es aktiv an? Kommen Leute auf dich zu? Wie funktioniert es bei dir? Also zum einen ganz viel mit Vorleben. Also was ich immer versuche, ist möglichst authentisch zu sein und auch ganz authentisch zu schildern. Hey, ich struggle manchmal, ich habe manchmal echt Imposter. Also man kann das Wort schon gar nicht mehr hören im Kontext von Frauen. Also ich muss selber mal mit den Augen rollen, wenn ich es lese. Aber ich teile einfach, dass ich selber verdammt oft und verdammt viel struggle. Und ich teile auch die Hürden, die mir auf meinem Weg immer wieder begegnen. Also auch als Wir sind, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nasan, aber TJ und Katja, ich, wir sind ja alle Arbeiterkinder. Wir haben alle jetzt nicht so die Privilegierteste, bei dir auch so? Ja. Dann sind wir alle Arbeiterkinder, wir haben alle nicht die privilegierteste soziale Herkunft gehabt. Das versuche ich auch immer sehr visibel zu machen, dass es halt einen Unterschied macht, ob du den Habitus von deinen Eltern mitbekommen hast und ein jeweiliges Netzwerk, das dir hilft, oder ob du dir alles wirklich mühsam aneignen musst, ob du in Situationen, die für andere Menschen ganz, ganz selbstverständlich und einfach sind, oder in Smalltalk-Situationen dich steif und unwohl und komisch fühlst. Also diese Dinge versuche ich einfach ganz authentisch zu teilen. Also ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen, Monaten einen Post gemacht auf LinkedIn, wo ich darüber gesprochen habe, wie es für mich war in meiner Beratungszeit, dass alle mit den Jobs ihrer Eltern, vor allem ihrer Väter, sich dargestellt haben. Und dann meinte ich so, hey, mein Papa war Taxifahrer. Ich bin stolz auf ihn. Und dann jeder wirklich so betreten weggeguckt hat. So als wäre es ein Makel. Und ich habe immer wieder diese Situation, wo ich merke, hey, du bist nicht nur eine Frau, du hast auch noch Migrationshintergrund. Dann hast du eine soziale Herkunft, die man jetzt nicht als klassisch privilegiert beschreiben würde. Du hast einfach viel, viel mehr Hürden als andere und hast die nicht nur auf deinem Weg bis zu dem jetzigen Zeitpunkt gehabt, sondern hast sie die ganze Zeit auch mit dir selber in deinem eigenen Kopf. Und darauf versuche ich einfach immer wieder aufmerksam zu machen, indem ich authentisch und ehrlich drüber spreche. Ich habe selber viele Mentees. Und ich versuche auch als Führungskraft und in meinem beruflichen Umfeld möglichst offen zu sein und unterstützend zu sein und Dinge vorzuleben. Und vielleicht auch mal, und ich glaube, das machen wir hier alle, die gerade an diesem schönen Podium teilnehmen, vielleicht auch mal den Weg zu bestreiten für andere, um zu zeigen, hey, du kannst es auch schaffen. Und da einfach mal, ja, vielleicht ein paar Hürden auf den Weg zu räumen für diejenigen, die noch nachkommen werden.
Ja, das ist so wichtig, was du sagst, auch diese Momente des Scheiterns, was ja häufig kein Scheitern ist, sondern finde ich nochmal Anlauf nehmen, ja. Aber zu zeigen, das ist ganz wichtig, wenn es einem da nicht so gut geht, auch zu wissen, ne, an wen kann man sich wenden oder auch wenn es das in unserem Fall jetzt ist, auch öffentlich zu teilen. Ich merke immer wieder, das empowert ganz viele Menschen, weil ich glaube, viele, die uns jetzt auch irgendwie sehen, egal ob auf Social Media oder sonst, denken immer, oh, es ist alles cool, ne? Die haben es drauf. Man sieht ja auch immer nur den Erfolgsmoment, man sieht nicht den Misserfolg dahinter. Katja, du kennst es auch. Was gibt dir denn in Situationen des Misserfolgs oder des Stolperns Mut? Was macht dir da Mut? Mir macht es immer Mut, auch in dieser Runde, aber auch in anderen Runden, wenn ich dann darüber erzähle, wenn ich Menschen finde, die mir zuhören und die sagen, ja, das geht ihnen ähnlich. Das ist ja auch das, was Arbeiterkind ausmacht, dass wir ganz viele Menschen sind, denen es ähnlich geht und die einfach, ja, ich weiß genau, wie du dich fühlst und ja, Menschen einfach für mich da sind und sagen, ja, das ist ganz normal. Ne? Also häufig hat man das Gefühl, man ist ganz allein und die Einzige, die das nicht auf Reihe kriegt. Und wir merken das ja auch hier, das geht uns allen so. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man auch mal Schwäche zeigen kann, ohne gleich angegriffen zu werden und so in so einem Vertrauensraum. Also das gibt immer ganz viel Kraft. Und natürlich, die Lebenserfahrung zeigt natürlich auch, dass ich weiß, es gibt Höhen und Tiefen und es geht auch wieder nach oben und dass ich auch weiß, was ich alles schon bewältigt habe und dann denke, ja, das werde ich auch in Zukunft schaffen, auch wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Und ja, manchmal ist es dann, finde ich, auch wenn man so drüber reflektiert und denkt, boah, krass, über was habe ich mich eigentlich noch vor einem Dreivierteljahr so wahnsinnig aufgeregt, richtig reingesteigert und heute denkt man sich so, ja, gut, dass es nicht geklappt hat oder gut, dass ich irgendwie eine andere Option bekommen habe. Mich würde auch total von der Community interessieren, was macht euch in Momenten des Misserfolges Mut? Wie schafft ihr das, da rauszukommen? Haut es doch mal gerne in den Chat. Nasan, wie ist das bei dir? Ich sehe das ja immer bei Freundinnen, die auch ganz in der Medienbranche sind, dass es wirklich auch kein einfaches Pflaster ist. Man macht dann Castings, dann kriegt man Absagen und so weiter und so fort. Wie bist du damit umgegangen und was hat dir in solchen Momenten geholfen? Ich habe ja echt jung angefangen beim Fernsehen mit 22, 23 Jahren und ganz am Anfang hatte ich das große Glück, dass echt fast alles ein Selbstläufer war. Also ich bin total naiv zum Casting gegangen, damals bei RTL als Wettermoderatorin, hatte überhaupt gar keine Ahnung davon, aber ich habe einfach gedacht, ach, ich mache das jetzt sowieso nicht. Und dann hat das auf Anhieb alles funktioniert und ich hatte absolut gar keine Ahnung, wie diese Geschichte dann irgendwie dann auch weitergehen sollte und dass ich so viele Jahre später dann tatsächlich meinen Weg dann auch in dem Sender gegangen bin. Aber am Anfang war das halt alles einfach so, ja, so ich mache das einfach mal mäßig. Und dann kommt irgendwann, so nach Jahren, kommt dann plötzlich die erste Niederlage, dann funktioniert eine Sendung nicht so gut, dann wird mal was abgesetzt. Dann habe ich einmal auch eine Show moderiert, die war so aufwendig, die war so teuer, die haben wir in England produziert, das werde ich nie vergessen. Und das war überhaupt die anstrengendste Moderation ever. Und tagelang aufgezeichnet und das ist so gefloppt und dann liegt, und dann, wenn man das nicht kennt und damit vorher nie zu tun hatte, dann haut dich das einfach erstmal so hoch und du denkst, oh no, also was ist denn jetzt los? Und daher finde ich ganz interessant, was Anahita eben gesagt hat, wenn du in einer Gastarbeiterfamilie aufwächst oder überhaupt in einer Arbeiterfamilie aufwächst, dann bekommst du auch bestimmte Tools natürlich gar nicht zur Verfügung, wie man mit solchen Situationen umgeht. Du bist auf so Situationen mental nicht trainiert. Du weißt nicht, wie man nach einer Niederlage erstmal wieder aufsteht und so da steht und sagt, so fucking what? Darf man sowas sagen? Ja. Und dann einfach weitergeht. Das musste ich mir mühsam, wahrscheinlich wir alle, da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Geschichte dazu, das musste ich mir mühsam erarbeiten. Und ich will jetzt gar nicht so, oh, wir armen Arbeiterkinder und wir hatten es so viel schlechter oder so, aber das ist eine Tatsache, dass du dir vieles von null, von zero an erarbeiten musst, angefangen beim Mindset. Und das hat mich viele Jahre gekostet, dann auch irgendwann dazustehen und zu sagen, pff, also wenn das Ding floppt, an mir liegt es nicht. So, ich habe meinen Job gemacht, ich habe abgeliefert. Aber da überhaupt erstmal hinzukommen, das dauert natürlich. Und das schafft man auch nur mit Unterstützern. Das schafft man, klar, man muss an sich selber arbeiten, aber man braucht unbedingt Unterstützerinnen, Unterstützer. Und,
Und eins noch vielleicht dazu, ich finde, umso toller fühlt sich dann irgendwann Erfolg an. Mhm. Also wenn dann irgendwann die Dinge mal funktionieren und fluppen und du siehst, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen und erstmal ist alles vielleicht nicht so toll oder ich musste 3 Niederlagen hintereinander einstecken oder keine Ahnung, so Situationen, die wir alle kennen aus der Arbeitswelt. Und wenn es dann aber läuft und sich alles gut anfühlt hier drin, für mich ist das immer total wichtig. Für mich gibt es kein Business ohne Herz und Bauch, gibt es einfach nicht. Und wenn sich das dann gut anfühlt und du denkst, wow, I did it. Das ist ein verdammt geiles Gefühl und ich liebe das. Und daher habe ich auch wieder alles sozusagen über den Haufen geschmissen. Ich brauche neue Challenges. Ich habe also, das gehört ja auch mit dazu. Ich freue mich total auf das, was alles irgendwie noch kommt. Mal schauen. Und das möchte ich hier unbedingt allen mitgeben. Männer, Frauen, Jungs, Mädels, sich trauen. Und das so ein bisschen auch als diese ganze Reise als Abenteuer, nicht nur als, oh mein Gott, sondern Abenteuer, rein und machen. Das macht Spaß. Ja, und ich habe damals, als du sozusagen gesagt hast, hey, ich mache jetzt tatsächlich mal so eine Reflexion für mich und guck mal, wohin jetzt der Weg geht, habe ich das auch gesehen, ne, auf deinem Kanal ganz viele, wow, mutig und so weiter und so fort. Und ich glaube, also mir geht es häufig so, dass ich in dem Moment das gar nicht so, ich sag mal, als mutig empfunden habe, sondern ich habe es einfach gemacht. Aber für viele, die es sehen, ist es natürlich wahnsinnig mutig zu sagen, in deinem Fall war es, okay, ich mache jetzt, sage ich mal, eine TV-Pause, ja, machst ja trotzdem andere und weitere Jobs, aber sozusagen die Präsenz im TV. Und für die andere oder für den einen oder anderen ist es dieses Thema, ich kündige meinen Job, ohne irgendwie was Neues zu haben. Das kenne ich auch, habe ich auch gemacht. Und natürlich erfordert es Mut. Manchmal ist es aber eben auch zu sagen, ja, das ist jetzt die Situation und dann geht es tatsächlich weiter. Aber sowas macht Menschen extrem Mut. Und das finde ich halt ganz toll. Und es kommt ja auch im Chat. Ganz viele sagen sozusagen auch, ein starkes Netzwerk zu haben, macht Mut, dass in Zeiten, wenn ich schwach bin, mutlos bin, mir zuhört, gut zuspricht, Inner Circle zu haben, ja, wo man weiß, okay, man kann sich einfach fallen lassen, das finde ich auch extrem wichtig. Wisst ihr, manchmal ist es auch so, ich habe so ein paar Leute auf der Kurzwahl in meinem iPhone, ne, und dann heule ich denen einfach Sprachnachrichten voll. Also ich heule es. Es ist keine Worte. Und wenn ich mir dann manchmal denke, ich mir so, jetzt muss ich mir einmal nochmal selber anhören, weil ich denke, was habe ich da eigentlich erzählt? Und dann hört man nur Geschniefe. Aber auch das tut gut, einfach mal einen Podcast loszuwerden. Das ist auch immer ganz schön. Also das kann ich auch nur raten, da zu schauen, an wem kann man sich wenden. Anna, hier kam eine Frage, die ich gerne an dich weitergeben würde. Und zwar hat jemand gefragt, wie gehe ich eigentlich, genau, mich interessiert noch, wie Frauen mit weiblichen Vorgesetzten umgehen sollen, die einem Steine in den Weg legen. Ich glaube, es gilt nicht nur für Frauen, es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Mann, aber in dem Fall eben weibliche Vorgesetzte. Was würdest du sagen? Also ich würde da ehrlich gesagt gar nicht differenzieren zwischen Mann und Frau. Ich glaube, bei Vorgesetzten, die einem Steine in den Weg legen, ist es immer ganz, ganz wichtig, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Und oft hilft es, sich in die Person hineinzuversetzen, zu verstehen, ist dieses Verhalten vielleicht, resultiert dieses Verhalten vielleicht aus Angst? Hat diese Person Angst, dass du ihr am Stuhl sägst? Hat diese Person vielleicht selber Angst zu versagen? Hat Druck von oben? Kannst du die Person zu deinem Unterstützer, zu deiner Unterstützerin machen? Und ich kann mir vorstellen, aus welcher Perspektive deine Frage kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht die Erfahrung gemacht hast, dass weibliche Vorgesetzte ihres Geschlechtes wegen vielleicht dir gegenüber negativer eingestellt sind. Aber da müssen wir wirklich gucken, dass wir da selber nicht so einem Schubladendenken zum Opfer fallen. Weil ich persönlich, ich hatte schon so viele Chefs und Chefinnen und ich hatte ganz, ganz, ganz grauenhafte Chefs und ganz, ganz, ganz schreckliche Chefinnen. Und ich hatte ganz tolle Chefs und ganz tolle Chefinnen. Und es gibt einfach Menschen, die Arschlöcher sind, darf man das hier so sagen? Ja, man darf mir alles sagen. Es gibt Menschen, die wunderbar sind. Und deswegen würde ich wirklich von diesem Geschlecht weggehen und einfach gucken, mit was für einer Person hast du es zu tun und wie kannst du diese Person knacken? Und wenn ihr eine Führungskraft habt, wo ihr merkt, dass ihr nicht weiterkommt, dann solltet ihr den Fehler nicht nur bei euch suchen. Also ich sage auch immer, das ist so ein Zitat, das habe ich
vor ein paar Wochen gehört, das fand ich voll schön. Wenn eine Blume nicht blüht, dann beschuldigst du ja auch nicht die Blume, sondern das Umfeld und schaust, wie du das Umfeld ändern kannst. Und so ähnlich ist es mit Chefs und Chefinnen. Manchmal matcht es einfach nicht. Und das heißt gar nicht, dass du nicht gut bist oder die Person nicht gut ist. Vielleicht passt ihr einfach nicht zueinander. Vielleicht kannst du irgendwo anders super schön aufblühen. Das ist wirklich ein schönes Bild und eine tolle Metapher. Und hier sagt auch jemand über LinkedIn, ich liebe den Perspektivwechsel, sich einfach mal auf den Stuhl des Vorgesetzten zu setzen und schauen, was auch hier dahinter steckt. Ja, Führungskräfte sind auch nur Menschen am Ende des Tages. Wird ja häufig so getan, als wären das irgendwie roboterhafte Wesen, die überhaupt keine Emotionen haben. Aber gerade in den letzten 2,5 Jahren haben wir gesehen, dass es für alle herausfordernd ist. Und wir alle haben irgendwie nicht die Antworten, die es vielleicht in dem Moment braucht. Hier sagt noch jemand, Sprachnachrichten, die ich vorhin angesprochen habe, das kenne ich, Sprachnachrichten, die fast Podcast-Folgen sind. Ja, Gott sei Dank gibt es dieses Vorspulen, diese zweifache Geschwindigkeit. Das ist immer sehr hilfreich, ja. Aber ich habe auch ein bisschen Abstand davon genommen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, kann vielleicht auch mal ein paar Sachen einfach schreiben. Aber manchmal braucht es das auch. Katja, jetzt vielleicht wollen wir einfach nochmal zu dem kommen, was uns auch hier zusammenbringt, ne? Diese tolle Initiative Write for Future. Du bist da auch von Anfang an dabei. Wir machen das schon eine ganze Weile jetzt zusammen in dieser Dreierkonstellation, was sehr schön ist. Und da geht es ja auch darum, Menschen zu empowern. Und du machst es eben speziell auch für eine Gruppe, sage ich mal. Hast du denn das Gefühl, dass das Thema soziale Herkunft in der Offenheit, wie wir es heute hier besprochen haben, stärker, ich mal transparent, auch in der deutschen Wirtschaft besprochen wird? Hat sich da was getan in den letzten Jahren? Da hat sich auf jeden Fall eine Menge getan in den letzten Jahren, gerade auch, weil es ja dann in der Charta der Vielfalt die 7. Dimension gab, ne, dass soziale Herkunft aufgenommen wurde. Das hat auch dazu geführt, dass Unternehmen das jetzt überhaupt mal auf dem Zettel haben. Ja. Aber es gibt noch viel zu tun. Also ich merke, der soziale Herkunft ist da, es wird auch ein bisschen drüber gesprochen. Einerseits, andererseits ist es aber auch immer noch ein Tabuthema und Menschen wissen häufig dann nicht, ja, was machen wir denn jetzt damit? Weil das sieht man ja irgendwie nicht. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu tun zwischen so, wir reden jetzt nur drüber und wir haben das jetzt auf dem Zettel und wir tun aber jetzt auch wirklich was und wir verändern auch was, weil es ist aber immer noch so, dass zum Beispiel bei den ganzen Bewerbungsverfahren, dass das so standardisiert ist, dass unsere Leute da häufig rausfliegen, weil wenn du dann zum Beispiel keinen Auslandsaufenthalt hast oder kein Praktikum in München, dann fliegst du schon sofort raus, du wirst noch nicht mal zum Gespräch eingeladen. Oder auch das, was Anahita vorhin gesagt hat mit diesem Habitus, ne? Wenn du im Bewerbungsgespräch dich nicht so gibst, die merken halt diesen Stallgeruch. Ne? Und da wird häufig noch zu wenig selbst reflektiert. Und da werden trotzdem diese standardisierten Verfahren weitergemacht und da wird dann trotzdem gesagt, ja, da können wir jetzt halt nichts ändern, das ist nun mal so. Das wäre ja auch viel zu kompliziert. Mhm. Ne? Und ich glaube, da braucht es noch einen Schuss, dass man was ändert. Auf jeden Fall. Da geht so viel Potenzial verloren. Das ist etwas, was mich schon seit Jahren ärgert, dass eben nur nach Schema F-Verfahren Menschen ausgewählt werden, ob sie für bestimmte Berufe geeignet sind. Dabei gibt es unfassbar viele talentierte Leute da draußen, die halt nicht das Glück hatten, in einem unterstützenden Elternhaus oder Akademikerhaus oder was auch immer groß zu werden. Die fallen halt alle durchs Raster. Die findet man nicht. Und das ist total eindimensional. Also wenn ich ein Riesenunternehmen hätte, ich würde die schriftliche Bewerbung, wer wo was gemacht hat, wahrscheinlich am wenigsten interessieren. Ich würde mal gucken, was kann der so? Was hat der, was für Ideen hat dieser Mensch? Wie denkt der? Das ist aber gut. Ganz anderes Thema. Ja, könnten wir, glaube ich, auch, wir machen auf jeden Fall, glaube ich, einfach nochmal einen Talk dazu, was da sich auch verändern muss. Auch gerade im Bewerbungsprozess ist ein ganz spannendes Thema, Nasan, das du ansprichst. Aber grundsätzlich, Katja, den Punkt, den du angesprochen hast, da zu sagen, okay, ne, was ist denn eigentlich der Startpunkt und da nochmal genauer hinzugucken, das haben wir jetzt auch in der Runde gehört und nicht davon auszugehen, dass jeder dieselben Startbedingungen hat. Das ist doch eine Erkenntnis, die lohnt sich in die Breite zu tragen, weil ich schon überzeugt bin, dass das viele noch nicht sehen, weil eben die soziale Herkunft noch nicht diese Visibilität hat, die sie eigentlich haben sollte am Ende des Tages. Nasan, wenn du jetzt hier anderen Leuten, beziehungsweise bevor wir dazu kommen, eine Sache noch zum Inner Circle, weil ich den vorhin angesprochen habe, weil das ja auch Teil unseres Themas ist. Also ein Inner Circle ist ja so etwas, wo man sagt, das sind 3, 4 Leute oder meinetwegen 2, das ist wirklich mein engster Vertrauenskreis, die kann ich Tag und Nacht anrufen, die sind da. Wir haben von deiner Schwester gehört, gelebtes Sisterhood im wahrsten Sinne. Hast du so einen Inner Circle? Hast du dir den aktiv aufgebaut? Hat sich das bei dir ergeben? Wie war das bei dir? Ja, den habe ich gerade in den letzten Jahren, glaube ich, aktiv
aufgebaut, weil ich über die Jahre auch gemerkt habe, durch das viele Arbeiten und Reisen und wenn dann noch Kinder irgendwann dazukommen, hatte ich ein bisschen den Kontakt auch zu meinem Circle verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich entweder mit Arbeit oder mit Kindern beschäftigt war oder irgendwie meinen Sport reingequetscht habe, weil ich ein Sportfreak bin und das natürlich auch nicht aufgeben wollte. Aber dann kam der Moment, wo ich gedacht habe, hey, du kannst nicht alle Kämpfe alleine ausstellen. Abgesehen davon bin ich ein sehr soziales Wesen. Also ich habe gern Menschen um mich herum, ich habe gern Familie um mich herum, ich habe gern Freunde und Freundinnen um mich herum. Und dann habe ich das wirklich nochmal aktiv aufgebaut. Und ich habe ganz, ganz, ganz tolle Frauen um mich herum, die mir in den verschiedensten Situationen helfen, egal ob es um die Kinder geht oder ob es um Business geht, ob es um Wertanlagen geht, ja, wie investiere ich, wie sichere ich mich ab, wie sichere ich meine Kinder ab und so weiter. Und das sind meine wichtigsten Ratgeberinnen, halt alles Frauen im Moment. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung. Das war nicht so, ach guck mal, es passt jetzt, sondern es war eine sehr bewusste Entscheidung. Und wir unterstützen uns auf den unterschiedlichsten Ebenen gegenseitig. Ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin, die ist Finanzberaterin und Maklerin, die kümmert sich, die ist bei mir wirklich alle Ordner durchgegangen, die ist ausgeflippt, weil ich ganz schlimm mit sowas bin. Und sie meinte, okay, wir müssen alles nochmal neu sortieren hier bei dir. Und auf der anderen Seite konnte ich sie privat bei ganz, ganz vielen anderen Dingen unterstützen. Ich glaube, damit sind wir wieder genau das, was wir alle eingangs gesagt haben. Es fängt im Alltag an bei alltäglicher Unterstützung. Man versucht ja immer gleich die ganze Welt zu retten. Auch ich bin oft so. Aber man muss eigentlich nur mal so ein bisschen nach links und rechts gucken, wer braucht meine Hilfe oder von wem kann ich gerade auch mal Hilfe verlangen. Auch das ist ja eine mutige Geschichte. Ich konnte sehr, sehr lange Menschen nicht um Hilfe bitten. Mhm. Für mich ein Zeichen von Schwäche. Und davor habe ich keine Angst mehr. Wenn ich merke, ich packe etwas nicht, dann frage ich halt meine Schwester oder die eine Freundin oder die andere Freundin oder meine Mutter und sage, ich schaff's gerade nicht, I need help. Und das muss man machen. Ja, und ich glaube, dass da aber tatsächlich bei diesem nicht um Hilfe fragen oder auch das gar nicht in dem Mindset zu haben, natürlich auch die soziale Herkunft eine Rolle spielt, weil wenn du es gewohnt bist, immer alles selber aufzubauen, dann bist du es auch gewohnt, alles selbst mit dir zu klären, ja. Wie viele Selbstgespräche ich schon geführt habe, immer noch für beim Gassi gehen, mit mir selber rede ich dann, ja, diskutiere und so weiter. Heute ist es natürlich ein bisschen anders, aber das darf man auch nicht unterschätzen, dass das ein wichtiger Faktor ist, je nachdem, wie du sozialisiert bist, ja, ob du alles immer am Abendbrottisch besprochen hast oder ob du gesagt hast, ich will meine Eltern gar nicht nerven, weil die haben eh schon viele Issues. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Anahita, ich würde gerne eine Frage an dich geben, auch aus LinkedIn. Und zwar, als einzige Frau in der Management-Sitzung fühle ich mich oft allein und spüre viel Druck, immer mithalten zu müssen. Was kann aus eurer Sicht da helfen, sich besser zu fühlen? Also ich glaube, das, was du zum, ich sehe leider nur LinkedIn-User, ich weiß ja, nicht, ich auch. Aber fühl dich umarmt zuerst. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal, das zu empfinden. Und ich glaube, die meisten von uns empfinden hin und wieder so, nur die einen können super gut überspielen und die anderen nicht. Von daher akzeptier das und nutze dieses Gefühl, um zu wachsen, um selber zu identifizieren, hey, wieso empfinde ich das gerade? Gibt es da wirklich einen Bereich, wo ich besser werden kann? Falls ja, wie hole ich mir Unterstützung, um besser zu werden? Gibt es irgendeine Person, die genau diesen Aspekt super gut macht, bei der ich mir einen Ratschlag holen kann? Oder hat es vielleicht was mit meinen inneren Glaubenssätzen zu tun? Also habe ich das Gefühl, immer besonders perfekt sein zu müssen? Und ich sage, das sage ich meinen Mentees auch immer oder auch meinen Mitarbeitern, meinen Mitarbeiterinnen, wenn die sich einen totalen Kopf machen, wenn ein Kundentermin oder ein Meeting schlecht gelaufen ist und die danach mich anrufen und sagen, boah, hey, ich habe mich jetzt so blamiert. Und dann sage ich immer, Leute, ganz ehrlich, die meisten Menschen sind so mit sich selbst beschäftigt, dass die maximal, also wenn es ganz, ganz schlimm peinlich war, was du gesagt hast, dann haben die sich 5 Sekunden gedacht, boah, das war ja jetzt peinlich. Und dann haben sie es vergessen. Aber du bist die Person, die dann am Abend unter der Dusche steht und sich Gedanken darüber macht und das dann so eine Woche mit sich selber herumträgt. Und ich glaube, das, was da hilft, ist, wie gesagt, sich Leute zu suchen, die einem gut tun. Und ich habe zum Beispiel so einen Inner Circle von Menschen,
die mich auch challengen, also die mir auch einen Spiegel vorhalten. Das finde ich auch ganz wichtig. Also, dass man auch die Bodenhaftung nicht verliert, dass man immer die Verhältnismäßigkeit nicht verliert von Dingen, weil teilweise sind wir in so einer Blase unterwegs, dass wir selber gar nicht merken, wie unsinnig unsere Probleme teilweise sind. Also da auch wirklich Leute zu haben, die einem sagen, so hey, ist das jetzt wirklich ein Problem, was du da hast? Aber auch Menschen, die dir die Wertschätzung entgegenbringen, die du dir selber in dem Moment nicht entgegenbringst. Und deswegen such dir wirklich ein Umfeld, das dir gut tut. Und such dir vielleicht auch in deinem beruflichen Umfeld Kollegen, Kolleginnen, mit denen du dich austauschen kannst, weil wir alle sind in der Situation. Und ich habe zum Beispiel auch in meinem beruflichen Umfeld, auch bei Microsoft, ich habe Leute, die ich nach derartigen Terminen kontaktiere und sage, hey, ich hatte gerade die Situation und ich fühle mich gerade richtig dumm. Wie ist deine Meinung dazu? Und dann entweder kommt, boah, ja, das war auch richtig dumm, Anna, von dir, und dann lacht man gemeinsam drüber, oder die Person relativiert es. Aber in jedem Fall hilft es, wenn ihr es nicht mit euch selber allein in eurem Kopf ausmacht. Das ist ein super Tipp. Hier sagt auch jemand auf LinkedIn, Olga, nicht immer wundern, ne? Manchmal sieht man den Namen, manchmal irgendwie nicht. Regelmäßiger Frühjahrsputz deiner Gedanken kann oft gut helfen. Das ist eine schöne Formulierung, muss ich sagen. Und halt auch Glaubenssätze, finde ich. Also sich auch mal fragen, welche Glaubenssätze habe ich, die mich treiben und vielleicht auch fertig machen. Weil zum Beispiel bei Arbeiterkindern merke ich das super oft. Also ich habe immer so einen ganz, ganz toxischen Glaubenssatz. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit mein Treiber. Aber ich denke mir immer, du musst noch mal eine Schippe mehr liefern, damit du aus dieser Welt nicht rausfliegst. Also damit du dazugehören kannst. Weil es sich für mich so surreal anfühlt, in einem Konzern Manager dann zu sein. Das ist für mich ganz komisch. Oder dass mir Leute überhaupt gerne zuhören, wenn ich irgendwas erzähle. Das ist für mich ganz seltsam. Und vielleicht auch mal da den eigenen Gedanken, den Glaubenssätzen, mit denen wir groß geworden sind, auf den Grund zu gehen und die so ein bisschen zu hinterfragen. Weil das sind meistens genau diese Glaubenssätze, die uns von unserem Kopf heraus lenken und manchmal auch behindern und traurig machen, was vielleicht gar nicht so notwendig wäre. Ja, man selbst ist immer die größte Kritikerin am Ende des Tages. Können 1000 Leute sagen, es war super, und dann steht man morgens auf und denkt sich, warum ist das eigentlich alles so, warum mache ich das? Und dann läuft man die ganze Zeit damit durch die Gegend. Deswegen sind es tolle Tipps. Jetzt zum Ende kommend noch eine Frage in die Runde, aber gerne noch eine Frage an die Community. Was ist so euer Top-Learning aus der Runde? Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das einfach mal teilt. Was habt ihr heute mitgenommen? Katja, was ist das, was du an die Community mitgeben willst, was so das Bilden von Sisterhood, Inner Circle, Self-Empowerment betrifft? Was gibst du mit zum Ende des Talks? Ja, ich glaube, was ich jetzt ganz viel mitnehme, ist wirklich diesen Inner Circle, ne, dass man sich so eine gute Runde aufbauen muss um einen herum, vertrauensvolle Atmosphäre, so eine Power Group, die sich gegenseitig unterstützt. Ja, das ist ein super Tipp. Nasan, was gibst du der Community mit? Ja, ergänzend dazu vielleicht noch, also unterstützende Menschen um einen herum und vor allem sich nicht nach Maßstäben von außen messen zu lassen, sondern eigene Maßstäbe, eine eigene Linie zu haben, selber zu entscheiden, das ist gut, das ist schlecht. Und wenn ich das, was ich mache, gut finde, ist es gut, ganz egal, was die anderen dazu sagen. Ich glaube, dieser eigenen Linie folgen und dem Bauchgefühl vertrauen, weil das kann ich auch nach 25 Jahren Fernsehen sagen, wenn sich etwas ätzend anfühlt, dann ist es auch ätzend. Wenn sich etwas gut anfühlt, ist es gut, ganz egal, was die anderen dazu sagen. Das möchte ich gerne mitnehmen, mit der Stimme trauen. Oh Mann, du musst wirklich mal alles so nochmal in ein Buch gießen oder so. Deine ganzen Learnings, ja, auch aus der Medienbranche. Wir alle. Genau, alle. Am besten machen wir eins zusammen. Sehr gut. Bevor ich zu Anna komme, mein Top-Learning ist ehrlich gesagt, danke, das hat mir so gut getan. Spendet Hoffnung, Ermutigung, ganz tolle Frauen. Das ist doch schön. Anna, was ist so das, was du mitgeben möchtest? Also ich glaube, das, was man jetzt auch eben wieder gesehen hat, ist, wir sind ja alle Frauen, die nach außen hin sehr stark wirken, vielleicht auch erfolgreich rüberkommen. Aber man sieht ja auch, wenn wir uns jetzt unterhalten, wir alle haben unsere Themen, wir alle haben unsere Unsicherheiten, wir alle strugglen. Und das finde ich so wichtig, dass man nicht die Fassade betrachtet, also einen Instagram-Post oder einen LinkedIn-Post anschaut und sich dann denkt, hey, wieso fällt der oder wieso fällt dem das so leicht? Weil das ist das, was die Person
mit der Community teilt. Und da seht ihr nicht, wie oft die Person hingefallen ist auf dem Weg, wie viele Selbstzweifel die Person vielleicht hatte, während sie den Post geschrieben hat. Und ich kann nur von mir selber sagen, ich glaube, wenn man sich so mein LinkedIn-Feed anschaut, obwohl ich immer versuche, möglichst authentisch zu sein, denkt man sich vielleicht von außen, boah, läuft bei ihr. Aber man sieht halt diese Momente nicht, wo ich genau hier sitze und wo es halt gar nicht läuft. Und wo ich mit mir selber überhaupt nicht klarkomme. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns, so wie du eben auch sehr, sehr schön gesagt hast, Nazan, dass wir uns mit uns selbst vergleichen und gucken, hey, wo standen wir? Und ich glaube, Tijen, du hast es vorhin auch gesagt, wo standen wir vor einem Jahr? Was hat uns vor einem Jahr noch wirklich Sorgen bereitet? Womit haben wir gestruggelt? Und das ist jetzt für uns inzwischen total ein sehr überwindbares Hindernis geworden. Und welchen Weg sind wir bisher gegangen? Und sich selber mal auf die Schulter zu klopfen und stolz auf sich zu sein. Ich glaube, das kommt sehr oft viel zu kurz. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, heute war für mich auch ein bescheidener Tag. Und jetzt habe ich festgestellt, dass das auch noch mal ganz uneigennützig, sehr eigennützig, mir auch gerade gut getan hat. Also vielleicht gucke ich mir den Talk einfach noch mal jetzt in Ruhe an und kann mir da selber noch mal ein paar Motivationstipps rausholen. Es kommt auch in der Community ganz viel cool Prep-Talk, Empowerment, positives Umfeld, Top-Learning, sich treu zu bleiben, sagt Mona. Ganz, ganz viele tolle Tipps. Erstmal vielen Dank auch, ja, dass wir diese tolle Geschichte machen zusammen mit Lancôme. Ich finde, das ist auch nicht, sage ich mal, selbstverständlich. Das habe ich heute auch geschrieben, dass sozusagen Marken sich positionieren in der heutigen Zeit zu Diversity, zu Nachhaltigkeit, zu den wichtigsten Themen. Und da finde ich sehr froh, dass wir gemeinsam mit Arbeiterkind.de und Lancôme und als Global Digital Women die Write Her Future und Your Future in dem Fall Kampagne und Initiative mitgestalten dürfen, jetzt auch schon eine ganze Weile. Da kommt noch einiges in diesem Jahr. Also, ich freue mich sehr, wenn ihr Bock auf weitere Events habt, geht einfach auf die Website bei Global Digital Women und tragt euch in den wunderbaren Verteiler ein, im Newsletter, da bekommt ihr alle News rund um Diversity, Equity, Inclusion, aber auch um die Events und seid Teil der wunderbaren Community. Vielen, vielen Dank, liebe Anna, Nazan und Katja. Es war eine fantastische Runde und danke auch ans Team hinter den Kulissen. Ohne euch wäre es nicht möglich. Dankeschön und einen schönen Abend. Dankeschön.